Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind zurück in Dodongos Höhle. Warum habe ich eigentlich ein Herz zu wenig? Naja, egal. Genau an der Stelle, wo wir aufgehört haben, hier im Maul. Ne? Das haben wir ja das letzte Mal freigespielt und dann machen wir jetzt auch direkt weiter. So. Wo ist denn der? Nein! Den falschen Schild aufgehabt. So. Na gut. Brauchen wir wohl einen neuen. So. Uiui. Ah. So, was wollen wir denn hier? Da kommen wir nicht hoch, da ist zu. Da geht's runter. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Gehen wir doch erstmal hier lang. Ach, noch mehr von den Viechern. Ach, falsche Taste. Komm mal her. Hallo? Achso, wir kommen hier gar nicht hoch. Wo ist sie denn? Das ist so eng in den Räumen hier. So. Ich glaube, wir brauchen den Stein, ne? Da klettern wir einfach mal hoch. Ah! Komm mal her, hier. Kleine Sau. Nee, lass mich mal hoch. Ich schieb den mal hier runter. So. Da brauchen wir eine Bombe für. Zu nah. Okay, gucken wir mal, was hier drin ist. Mist. Steck hier. Ah. Irgendwie läuft das heute nicht so. So. Die kriegen wir jetzt aber. Du hast eine goldene Skulptur. Apropos, irgendwo in dem Menü konnte man doch bestimmt sehen, wie viele Skulpturas wir schon haben, oder? Da. 9. Eine brauchen wir noch, dann kriegen wir, glaube ich, die größere Börse. Hm. Au. Au.
Ach, come on. Glaub, wir brauchen wirklich den Stein. Moment. Das war die Taste, die ich gesucht habe. Gib mir nicht mein Herz. Nee. Oh oh. Okay. Ach man! Wir hatten noch Feuer, ne? Ja. Ja, uns setzen. Oh no, jetzt starten wir wieder hier. Naja, gut. Ist ja nicht so weit. Okay. Das war ein bisschen doof, aber. Och man. Okay. Wir bleiben jetzt ruhig. Und spielen jetzt vernünftig. Ist das ein Deal? So, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir klettern hier hoch. Oh fuck. Ich hätte irgendwo auch noch Kumo Mage. Oh, come on. So, wo bist du, Mistvieh? Mann! Das gibt es doch nicht! Nein! Ja! So. Alle guten Dinge sind rein, ne? So, wir gehen jetzt diesmal auch einfach an dem vorbei. Da haben wir ja gerade schon 1,5 Herzen verloren. Ach nee! Lässt mir irgendwas fallen? Ich glaube, die andere ist auf der anderen Seite. So. Volle Herzen. Und jetzt machen wir die Viecher ordentlich weg. Zack. Meins. Das ist die zweite. Ach. Lass die da drüben. Ich glaube, die bleibt da ja auch. Also ignorieren wir die jetzt einfach. Hoffe ich. Nee, platze nicht.
So. Mein Gott. Wir uns hier an so dämlichen, mich an so dämlichen Fledermäusen auf. Ich esse der. So. Hier muss man mich jetzt noch da ganz hinten vor den anderen Block schieben und mit dem anderen Block kommen wir, glaube ich, wieder in den ursprünglichen Gang. Den müssen wir in die Mitte, also in das Loch schieben, dann geht die Tür auf. Ich glaube, so war da. Wenn ich nichts anderes vergessen habe. Nee, hoch. Falsche Taste. Verdammt, wir hätten die einfangen können. Ja, genau, wir haben nämlich noch eine leere Flasche. Ist das ärgerlich. Oh Gott. Guck mal die Ocarina da erstmal hin. So. Bomben. Irgendwie, ich sehe die immer so ultra spät. Also ich kann die immer erst spät anvisieren. Ich höre sie doch. So. Das ist, glaube ich, auch immer der einfachste Weg. Gut, und den schieben wir jetzt in das Loch. Machen wir die Passage endlich hinter uns. Update-Dateien. Zeig ich doch. Wir waren nämlich Scheider. Ah, dafür war das Loch nämlich da. Gut. Das. Wer noch mehr? Nö, ich glaube nicht, ne? So. Die Bomben im Gegenstandsmenü, bla bla. Cool. Ich glaube, wir müssen da eine raufpacken, oder? Oder doch einfach mal. Und ich glaube, wenn wir hier runterspringen, kommen wir zum Gegner. Ja. In diesem Sinne. Nee. Was habe ich denn jetzt? Die Bombe brauche ich ja. Wenn wir jetzt wirklich den Endgegner haben. Wobei, ich packe die Bomben mal dahin. Ist ein bisschen einfacher zu nutzen. In diesem Sinne springen wir hier mal runter. Thank you.
Und da haben wir unseren Endgegner. Infernosaurus King Dodongo. Die Strategie bei ihm war relativ... war relativ einfach. Nee, nicht das, was ich mache, also... So, hier stellen wir uns einfach hin. Dafür ist nämlich der... Lilia-Schild ganz gut. So, und dann mit dem Schwert draufhauen. Ich hab nur... Hallo? So. Also wir können hier mit den Bomben arbeiten, könnten in der Theorie aber auch die Donnerblumen hier links und rechts nehmen. Hopp. Der ist halt wirklich nicht schwer. Also, ich glaube, Bertha, das ist auch das Einzige, was wir bei ihm halt machen müssen. Zack. Mit Schild einfach immer blocken, wenn er uns sonst vorbeirollt. Und dann kriegt er gleich wieder eine Bombe. Waren das echt nur drei Schwerthebe? Krass. Alter Dongo ist wirklich... ja. Aber gut, wir haben uns davor mit den Fledermäusen oder den Flederbeißern deutlich schwerer getan. Von daher... passt halt schon, würde ich sagen. So, war hier unten noch irgendwas drin? Ich will mal gucken, aber ich glaube nicht. Also das Herzteil nehmen wir natürlich mit. Ein Herzcontainer. Sehr schön. Dann war's das. Mit Dodongos Hülle. Ja, dann werden wir fast direkt von der Runia erschlagen. Ich bin es, der Runia. Du hast deine Prüfung bestanden. Oh, da gibt Rückenschmerzen. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Da ist er ja. Unser zweiter heiliger Stein. Der Goron-Nopal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben.
Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goron zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine, suche nach dem dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. So. Gut. Wir machen... Oh. Oh, nein, 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 nein. Ja, okay. Ich glaube, hier unten war doch noch eine Höhle, ne? Ja. Dahinter hören wir doch schon das Geräusch, was ich hören möchte. Ah, kommen wir da schon ran? Weiß ich nicht. Probieren es mal. Da. Oh. Hier kann man hochklettern. Okay. Okay, dann kommen wir doch ran. Dann haben wir auf jeden Fall wird gleich zurück oder demnächst zurück in Kakariko sind. 10 Skulltulas und können unsere Börse erweitern. Und passt, ich glaube 200 Rubine passen in die zweite Börse. So, da oben ist ein Herzcontainer, das weiß ich, aber dafür brauchen wir noch anderes Zeugs. Moment, wir gehen erstmal zurück nach Gronia. So, ich glaube, hier war auch noch eine Höhle vor Gronia. Dann versuchen wir mal noch die Bombe in die Statue zu klatschen. Hey, lass mich an die Kiste! Hätten wir vielleicht später holen sollen. Naja, kann man nicht wissen. Also kann man schon wissen, aber war jetzt nicht mit gerechnet, dass wir 50 Rubine finden. So, also. Genau, hier war ja wie gesagt noch die drehende Statue und da mussten wir oben eine Bombe reinwerfen. Weiß nur nicht, wie man das am besten gemacht hat. Wir quatschen mal erstmal mit dem. Hallo? Besitzt du einen roten Stein? Lass mich ein Stückchen probieren. Nein? Buh. So. Mussten wir gar nicht von hier oben schmeißen? War das hier von der Ebene? Zu spät. War zu weit.
Nein! Wir müssen wieder einen hoch. ich weiß gar nicht mehr, wovon man das am besten gemacht hat. Aber ich glaube, also die Versuche. Oh, shit. Wir sind ja schon recht nah dran. Oh, war das knapp. Wir haben es geschafft. Aber ich weiß, auch hier weiß ich nicht, was wir jetzt kriegen. Ja? Absolute Verarsche. So, und ich glaube, irgendwas haben wir hier noch nicht aufgemacht. Lass mal gucken, wo das hier ist. Ein Dekostab. Das ist natürlich ein paar wenig Bomben, aber ich glaube, wir brauchen mal gar nicht mehr so ultra viele. Also ein paar werden wir schon brauchen. So, hier unten ist auf jeden Fall nichts mehr. Aus der Statue kann man auch nur andere Sachen kriegen als nur Rubine, aber da bin ich mir nicht so genau. Hier kommen wir in den Heiligen Wald. Moment mal, jetzt weiter nach oben. Muss ja dann hier sein. Genau. Ja, guck mal, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ist ein Schild. Gelingt es dir, mich mit einer Dommerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Hotter. Wo ist er denn? Oh, da kommt er. Okay, da er sagt Donnerblume, muss ja hier auf der Ebene irgendwo entsprechend eine sein. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Was ist denn hier? Oh. Brauchen wir hier den Fanghaken? Und was gibt's hier hinten auf jeden Fall noch? Die Steine waren, glaube ich, die Hymne mit der Hymne der Zeit. Die waren, glaube ich, mit der Hymne der Zeit zusammen. Da sind die Donnerblumen. Wo ist er denn? Nee, kommt da. So. Zu früh. Zu spät. Okay, warte ich mal, bis er wieder ein bisschen weiter rum ist. Und laufe ihn dann gleich nochmal mit einer entgegen. Gucken, ob wir das hier hinkriegen. Aber irgendwie läuft das ja heute nicht so. Deutlich zu früh. Ha! Haben wir.
Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. War gerade so schön in Fahrt. Diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiter rollen. Rock'n'Roll. Hä? Naja, wenn er nicht möchte. Hier. Achso, das war ja. Bigoron. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Fee. Problem ist nur, wir haben ultra wenig Bomben. Ich weiß nicht, wie viele Bomben wir brauchten, um zur Fee hochzukommen. Hier haben wir ja zum Glück noch. Müssen wir gucken. Wobei, hier ist doch auch noch irgendwo der Laden. Dann können wir im Notfall halt mal wenigstens 5 Bomben kaufen. Oder hier? Ich glaube nicht, dass das der Laden ist. Ich glaube, für die anderen Dinger braucht man einen Krafthandschuh. Uff. Hier ist Ende. Dann müsste da der Eingang auf der anderen Seite, müsste dann der Laden sein, glaube ich. Hier sind wir hochgekommen. Hier ist der Ausgang. Hä? Laden. Ne, hier geht's ja schon wieder runter. Oder war der Laden eine Ebene tiefer? Oder ist er gar hier unten? Ich glaube, er ist hier unten, ne? Nee, hier nicht. Hier? Hier. Aha. So. Moment, guck mal, was hat er denn noch? 10 Stück, 15. Achso, das macht nichts. Wir nehmen mal 5 mit. Oder 10. So. Nach Möglichkeit sollte man so Stuff nicht kaufen, aber ich habe jetzt halt gerade keine Lust, erstmal welche zu suchen. Ne? Kann ja überall, also, in Gym ist sicher welche kriegen. Wie zum Beispiel aus Krügen manchmal. Aber ja. Ja, hier ging es weiter nach oben. Verlauf mich in dieser Stadt auch jedes Mal, glaube ich. Früher schon immer. Aber ist die ja eigentlich gar nicht so groß. Eigentlich nicht so ultra verwinkelt, ne? Aber hey. So, wir machen uns auf dem Todesberg hinauf. Wir können heute erstmal dunkel lassen, dann müsste ja auch bald wieder hell werden. Hier ist es ja nicht so schlimm, glaube ich, wie in der Ilianischen Steppe. Ich glaube, hier kommen die Skelette gar nicht, ne? Hast du dagegen geballert? So, genau. Seht ihr, war doch gut, dass ich Bomben eingekauft habe. Gott sei Dank rollen die Bomben hier nicht, auch wenn man die so ein bisschen. Am Abhang platziert. So. Und wo ist hier eine Kuh? Ist die hier drunter?
Jedenfalls hier noch. Ja, hier ist eine Kuh. Moment. Können wir gleich mal testen. Wir haben eine leere Flasche. Und zwar gehen wir hier nach unten. Nehmen wir kurz die Ocarina. Zellers wiegen nie. Irgendwas müsste man den doch vorspielen, dann kriegt man Milch. Weiß ich gerade nicht. Zeldas Wiegenlied ist es anscheinend nicht. Da muss ich vor ihr stehen. Ups. Okay. Finden wir auch mal wieder raus. Was die Punas Lied vielleicht? So. Die wichtige Taste ist jetzt die Schildtaste. Denn wir wollen ja den Todesberg hinauf. Zack. Heißt, der bricht ja mal aus, dann verstecken wir uns unter unserem riesengroßen Hylia-Schild. Schaffen wir durch? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber an dem Durchgang müssen wir das, glaube ich, bis zum Ende schaffen. Oder auch nicht. Wenn wir kurz wieder disponieren. So, ab hier können wir uns jetzt auch wieder Zeit lassen. Hallo, herab. Zack. Und weiter geht's. Haben wir noch eine? Ja. Die greifen doch auch an, wenn man denen zu nahe kommt, oder? Naja. So. So, da haben wir die Eule. Die werden wir erstmal ignorieren. Käfer brauchen wir. Ich glaube, die könnten wir hier auch irgendwo wieder einbuddeln. Aber erstmal springen wir an die Wand. Dann brauchen wir unsere Ocarina wieder. Die Ocarina bitte, danke. Ah, es wird schon wieder dunkel, ne?
Was wir hier haben, ist unsere allererste Pinkquelle. Sehen die noch deutlich anders aus im Vergleich zu Breath of the Wild. Aber hey. Hallo, mein süßer Doxy. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwertechnik. Sei bereit. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du, ja, jetzt die Frage, welcher? Wahrscheinlich den linken, weil das hier so der Hauptstern, ja, muss der linke sein, weil es der Aufwandstick. Verbrauchst du magische Energie? Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja, die Feen hier sind nicht so ganz... auch nicht so ganz anzüglich wie die Ach, das ist schon maximal aufgeladen. So. Ah, wirklich. Na? Ja. So. Schauen wir noch hier in den anderen Eingang hinein kurz. Wir sind aber auch bald durch. Weil ich glaube... Es hat ja einen Sinn. Hey. Dass wir hier die Kiefer hatten, aber... Ah, nee, ich glaube, die Kiefer können wir... müssten wir da unten in das Loch noch bringen, oder? Na gut. Nee, kämpfen möchte ich nicht. Wir reden mal mit ihr. Du siehst erwachsen aus, seit du die Fee besucht hast. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Ritter Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Hm? Abflug. Ich mag die Musik von Ocarina of Time auch so sehr, ne? So. Wo sind wir denn jetzt? Ah, Moment. Wir sind hier genau da, wo wir hinwollen. Glaube ich. Ah. Herab. Sind... Können wir nämlich über diese... Jetzt kommen wir nämlich in das Haus rein und sind hier bei diesem Herzteil. Wie viele... Ich glaube, das ist unser zweiter, oder? Das ist überhaupt unser erster? Das war unser erster. So. Wie gesagt, wir haben 11 Skulltulas. Also sorgen wir dafür.
Das war unsere Börse. Etwas. Was war das jetzt? Ist das hier? Ja. Ja, Fluch der Skulltulas lastet. So. Drop wieder einzelne. Gab uns da was. Okay, der war's nicht. Der war's auch nicht. Oder waren es doch noch nicht 10 Skulltulas? Ja, ach nee. Das. Oh, er hier. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Sag ich doch. Das sag ich doch. So, aber dann soll es das auch gewesen sein für heute. Reicht auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen natürlich hier aus Kakariko starten. Beim nächsten Mal weiter. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.